Herzlich willkommen bei einem neuen Projekt. Ich bin der David und ich begrüße euch hier bei Forza Horizon. Sorry Leute, Forza Horizon 4. Erstmal zu ein paar Infos zu gleich. Das Projekt war eigentlich geplant mit dem Picus, es geht aber leider nicht, da er nämlich nicht leider Windows 10 hat, beziehungsweise er mag das auch nicht so sehr, weil er es nicht so optimieren, sage ich mal, finde. Nicht so passend. Ja, er mag es einfach nicht so. Hat sowieso nicht, weil er ein anderes Windows, sage ich mal, hat. Außerhalb Windows 10 halt. Er hat ein anderes Windows. Ich habe halt Windows 10 und kann es daher spielen. Ja. Der Kauf war eigentlich auch erst daher gedacht, weil ich dachte, es funktioniert irgendwie mit Windows, mit dem Windows, was er halt hat. Aber doch nicht und so. Und ja, jetzt mache ich das halt alleine. Und ich habe mir einfach ein Ziel gesetzt, indem wir einfach so lange auf jeden Fall erstmal sparen. Bis ich nämlich ein bestimmtes Auto habe. Und ja. Ich schau gerade, was kann man nicht eigentlich. Die muss man auch irgendwie verkaufen können, Leute, oder? Oder kann man gar nicht die Autos verkaufen? Die muss man helfen. Irgendwie muss man doch die verkaufen können, eigentlich, die Autos, glaube ich. Autogeschichte. Naja. Ja. So, wir können mal Wheelspin eben machen. Ich hatte eben einen Multiplayer-Renn schon gemacht. Herrje, ich wusste, es war eine blöde Idee, Spezialhupen als Lospreise einzusetzen. Na dann, rüste sie mal aus. Ja, haben wir eine neue Hupe bekommen, einfach mal. Ja. Und also, falls ihr übrigens wisst, wie man die Autos verkaufen kann, würde ich mich natürlich sehr freuen darüber, ne? Da sind wir nicht, da bin ich nicht abgeneigt von, ne? Weil irgendwie muss man doch eigentlich die verkaufen können. Bin ich der Meinung. Naja, auf jeden Fall haben wir hier den, habe ich hier den, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich drei Autos hier, den Ford Focus S, nee, den Ford Focus R5, glaube ich, nee, RS oder wie auch immer. Natürlich hinten mit dem Namen, mit dem Schild Picus LP dran, ne? Weil wir sind ja auf dem Kanal, logischerweise, vom Picus LP. Und ja, das ist so die Weltkarte. Ja. Neu. Bei nächster Gelegenheit wenden. So, ich würde dir mal gerne sagen, wie ihr meinen A-Wagen so findet.
hier den Wagen so findet von mir. Ich finde den sehr schnieke, muss ich sagen. Oh, das war knapp. So, wir fahren mal eben zu einem Rennen hin. Oh, oh, oh. Super gegen den Baum gefahren. In 400 Metern. Ich habe gerade echt geguckt, wie man die Sicht ändern kann. Aber ich weiß es noch nicht. Ich habe es noch nicht herausgefunden jedenfalls. Oh, und ich sehe gerade. 100 Metern links abbiegen. Wir sind gerade. Ach so, das ist gar nicht mein Zuhause. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich wollte kurz. Ich wollte mal kurz was ändern an meinem Auto, nämlich, Leute. Wenn das laden würde. Ah, jetzt. Ach Leute, wir haben a Family Guy Paket hier. Alter, das sieht auch krass aus hier, finde ich. Das hier unten, Leute, sieht auch geil aus eigentlich. Den Monster Energy hier, ne? Ich wollte kurz Lackierungen. Ich wollte eigentlich kurz schauen. Tuning, ne? Eigentlich nicht. Ob man irgendwie, das kann man wahrscheinlich erst in der Werkstatt selber machen, glaube ich. Oder geht es anders? Auto tunen. Nee, das wartet mal. Ach ja, komm. Machen wir mal kurz das, dass wir jetzt lieber hier hingehen. So, ich hoffe es nicht, dass ihr euch jetzt so wundert habt. Ich habe das jetzt gerade gemacht, dieses Geräusch, weil wegen GEMA und so, wegen Musik halt, weil da gerade Mucke war im Hintergrund auf einmal. Ja. Das hier ist zumindest mein Charakter. Ich wollte aber... Nö, das kann man gar nicht ändern, oder? Nö, das kann man gar nicht ändern, okay. Ja, Spitzname, Tiger. Lustig. Musikstücke, wo haben wir's? Hier. Das haben wir ja freigeschaltet. Hm. 70.000 episch.
Höchstbietende. Zweihunderttausend fürs direkt kaufen. Ja, nee, ist klar, ne? Tuning. Nein. Mann, wo ist denn jetzt hier? Alter. Ich wollte jetzt hier, hier können wir doch eh nichts dran ändern, oder Leute? Alter, wie sieht das aus, ey? Vorne mit den Dingen dran, was soll denn der Quatsch eigentlich? Das nervt mich gerade ein bisschen, Leute. Wartet mal, was ist denn das hier? Karosserie. Ja, moin. Alter, ich suche jetzt gerade immer noch Automesse, Zungshaus. Leute, wo kann ich... Ah, hier, das ist doch... Bin ich blöde gerade, ey. Das war direkt vor meiner Fresse. Leute, ey, ich bin aber auch manchmal... Stopp mal, Designs löschen. So. Ich wollte was anderes rauf machen, nämlich. Leute. Muster erstellen! Hä? Lol. Gruppen. Mustergruppen laden. Ja, man sieht... Alter, wieso ist jetzt... Muss ich nicht so richtig verstehen, oder Leute? Warum jetzt auf einmal die Räder grünlich sind anstatt gelb, diese Außenränder. Ihr wisst ja, denke ich, was ich meine. Das aktuelle Auto speichern. Ja, natürlich speichern, ey. Ja, der Horste. Mustergruppen erstellen. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Alter. Was gibt's hier denn, ey? Nicht so das Wahre, was man sich vorstellt, glaube ich. Ist der Gruppen Community. Was könnte da ganz geil aussehen?
Alter, hä? Oh, Leute. Ich verstehe nicht. Hä? Ah, jetzt auf einmal wieder, ja, ist klar. Muster anbringen. Ist klar, jetzt geht es auf einmal wieder, ne? Ja, natürlich. Und das habe ich die ganze Zeit gesucht, Leute. Hier so, so Hersteller, ne? Man kennt ihn. Nee, Moment mal. Rechte Seite, Heckstoß. Hersteller. Rockstars. Wie mache ich jetzt hier die Größe? Da. Nee, hä? Drehen. Bewegen. Nee, stopp mal, Freunde. Oh, Leute. Das ist bisschen schwierig immer, finde ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das immer seht, aber ist immer ein bisschen. Finde ich schwierig zu entscheiden, was man sich drauf klatschen soll. Eigentlich. Geordnete Gruppen. Red Bull, ja moin. Wollt ihr mich verarschen, ey, das Monster-Design kann ich nicht nehmen. Was soll ich nehmen, Leute? Ich hab eine Idee. Das sieht denn geil aus.
Muster anbringen. Größe. Drehen. Bewegen. Kann man das nicht einfach spiegeln, beides? Das verstehe ich nicht so richtig irgendwie, Leute. Man muss es doch eigentlich spiegeln können. Bin ich der Meinung. Man muss den Quatsch doch eigentlich spiegeln können. Aber ich würde mal einfach sagen, um es euch zu ersparen, jetzt hier die lange Prozedur. Sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin, haut erstmal rein und ciao.